ein Sortieralgorithmus, der Insertion Sort Algorithmus. Auch der ist noch relativ einfach. Deswegen lassen wir den Hamster wieder ran. Insertion Sort. Ich bringe die Körnerhaufen mal wieder in die Ausgangsposition. Mache erstmal ein bisschen langsamer und lasse die Hamster arbeiten. Der rote Hamster zählt zunächst erstmal die Anzahl der Körnerhaufen. Und dann passiert Folgendes. Schauen wir uns den grünen Hamster an. Der läuft jetzt hier an die zweite Stelle. Der rote Hamster nimmt jetzt das Korn und speichert es erstmal zwischen. Und jetzt guckt er in dem linken Bereich, an welche Stelle er dieses Korn einfügen muss und verschiebt entsprechend größere Körnerhaufen immer an die frei gewordene Stelle. Ah, jetzt ist er am Anfang und diese 1 muss da reingeschoben werden. Jetzt springt der Hamster hier in der grüne. Der rote Hamster nimmt sich diese 3 und macht diese Position frei. Jetzt vergleicht er 4 mit 3 und merkt, ja, 4 muss da reingeschoben werden, 3 ist 3 ist kleiner. Jetzt vergleicht er 1 mit 3. Aha, 1 ist kleiner als 3, also habe ich hier die Einfügeposition, Insertion Sort, daher der Algorithmus genannt, gefunden, lege die 3 dahin. Damit ist die 3 einsortiert. Dieses jetzt ist jetzt schon mal hier in der richtigen Reihenfolge. Jetzt guckt er sich diesen Körnerhaufen an und legt den erstmal hier runter. Jetzt stellt er hier aber direkt fest, wenn er jetzt diesen Körnerhaufen mit diesem Körnerhaufen vergleicht, 4 ist kleiner als 7. Ja, also transportiert er die 7 da wieder da hoch. Die 7 Körner wieder da hoch. Jetzt springt der grüne Hamster hier hin. Der rote Hamster nimmt die 2. Nicht die zwischen. Und jetzt wird eine Menge verschoben werden müssen. 7 ist größer als 2, also wird 7 schon mal rübergeschoben. Vier ist größer als 2, also wird 4 rübergeschoben. 3 ist größer als 2, also wird hier 3 rübergeschoben. Und jetzt, Insertion Sort, wird 2, weil 2 nicht größer ist als 1, wird 2 da einsortiert. Das heißt, dieser Bereich ist immer sortiert, aber unter Umständen kann da noch ein entsprechendes Element einsortiert werden müssen. So, ich denke mal, Sie haben den Algorithmus verstanden. Jetzt lassen wir die Hamster mal wieder ein bisschen schneller arbeiten. Jetzt ist wieder hier ein Haufen der Größe 1, der muss natürlich ganz nach vorne gelegt werden. Und gleich sind die Hamster fertig. Fünf wird noch einsortiert. Ja, der grüne Hamster markiert das Ende und die Hamster sind fertig. Gucken wir uns den Algorithmus mal an. Es wird durchlaufen, der Wertebereich von 1, der Indexwertebereich von 1 bis 4, Zahlenpunktlängs. Und es wird jeweils hier der an dem entsprechenden stehende, die an der entsprechenden Position stehende Zahl zwischengespeichert. Das ist das, was der Hamster gemacht hat, der hat das nach unten gelegt. Dann wird als Vergleichsindex festgelegt Akt i-1. Und jetzt werden immer verglichen die Zahlen am Vergleichsindex, am Vergleichsindex und diese zwischengespeicherte Zahl. Und wenn die am Vergleichsindex größer ist und ich immer noch nicht ganz vorne bin, dann erfolgt die Verschiebung um eine Position nach hinten. Wenn ich aber entweder vorne bin oder
ich entsprechend die Einsortierungsstelle gefunden habe, das heißt Zahlen von Vergleichsindex von I ist kleiner oder gleich AKZ, dann muss ich an der entsprechenden Position diesen zwischengespeicherte Zahl einfügen. Das war mal gezeigt, wie man mit Arrays umgehen kann. Und ich wollte an diesen Sortieralgorithmen auch mal zeigen, dass es zur Lösung bestimmter Probleme durchaus mehrere Ansätze, mehrere Algorithmen geben kann. Sortieralgorithmen gibt es noch eine ganze Reihe mehr. Insbesondere gibt es einen sehr schnellen rekursiven Sortieralgorithmus, den Quicksort. Auch da gibt es ein Beispielprogramm im Hamstermodell, was den Quicksort-Algorithmus, der jetzt etwas komplizierter für Anfänger zu verstehen ist, relativ einfach aber erläutert. Schauen Sie sich den einfach mal an. Wir kommen aber zum Ende.